Vielen Dank. Vielen Dank. Schön, dass Sie hier sind im Studio und natürlich auch wunderbar, dass Sie uns wieder zuschauen an den Fernsehgeräten zu einer neuen Ausgabe von Café Bankrott. Café Bankrott hat sich mittlerweile ja rumgesprochen, ist mittlerweile eine wirklich etablierte Bühne geworden für Musiker, die einfach mal Lust darauf haben, Berlin zu zeigen, was sie an ihren Instrumenten beherrschen. Auf den heutigen Gast freue ich mich wirklich wahnsinnig, denn sie war schon mal hier, da hatten wir noch ein ganz anderes Format. Da hieß das Straßenfeger Unplugged und sie hat dem wirklich alle Ehre gemacht. Sie hat drei Jungs um sich versammelt, mit denen sie dann hier komplett, nicht unverkabelt, aber mit akustischen Instrumenten aufgetreten ist. Und es war ein unvergesslicher Abend mit berauschender Musik, tollen Texten und einer wunderschönen Frau. Und ich freue mich, dass sie heute wieder da ist. Hier ist Ajoa Hackman. Ja, es ist Zeit, meinen ersten Gesprächspartner zu mir auf die Parkbank zu holen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, das fällt dieser Frau jetzt gerade nicht unbedingt leicht. Die letzte Bundestagswahl ist jetzt gerade mal ein paar Tage her. Und ja, wenn man ehrlich sein soll, ist für die Partei da ganz schön was schiefgelaufen. Bei mir ist Lisa Pauls, Bundestagsabgeordnete der Grünen. Und ich freue mich,
dass wir mal auch darüber reden können, was da schief lief. Fangen wir erstmal mit dem Erfreulichen an. Aber auch da hängt ja eine bittere Pille dran. In deinem Wahlbezirk bist du tatsächlich nicht von den Wählern direkt in den Bundestag gewählt worden, bist aber trotzdem auch in der kommenden Legislatur Bundestagsabgeordnete der Grünen. Wie geht denn sowas? Na, mit dem deutschen Wahlrecht geht das. Der Bundestag setzt sich zur Hälfte aus direkt gewählten Abgeordneten zusammen und die andere Hälfte, die anderen 300 ungefähr, die kommen eben über die Parteilisten in den Bundestag. Und die Parteilisten, die werden halt von den Mitgliedern der Partei bestimmt. In meinem Fall halt bei den Grünen ist das noch sehr basisdemokratisch. Da gab es halt, wann war denn das genau? Im Februar, genau im Februar in diesen Jahres gab es dazu eine Mitgliederversammlung und da haben mich eben 82% der Grünen auf Platz 3 der Landesliste gewählt und deswegen, als es dann doch noch der Platz 3 gezogen hat von der Berliner Grünen Landesliste, bin ich dann noch in den Bundestag gekommen. Wie ich finde, zum Glück. Schön, dass du heute auch in dieser Position hier bist und mit uns darüber reden kannst. Aber fangen wir wirklich mit dem Unerfreulichen an. Der Wahlkampf als solches hat sich für euch irgendwie schwierig dargestellt, oder? Ja, es fing eigentlich noch ganz gut an, aber dann ging es halt schwer bergab. Womit wollen wir zuerst anfangen? Mit Steuern oder mit der pädophilen Diskussion? Also die pädophilen Diskussion war tatsächlich am Ende, ne, da ging es einfach völlig runter. Die Steuerdebatte, ich bin ja für Finanzen bei den Grünen zuständig, ich sitze im Finanzausschuss und habe das Steuerkonzept auch mit erarbeitet. Und ich sage immer, wir hatten eigentlich kein Steuerkonzept, sondern wir sind mit dem Haushaltskonsolidierungskonzept in den Wahlkampf gegangen. Wir hatten also lauter Zumutungen für die Wählerinnen und Wähler, weil wir eben auch was verändern wollten. Wir wollten eben, ne, die Hartz-IV-Sätze erhöhen auf 420 Euro. Wir wollten eine Garantierente von 850 Euro. Wir wollten auch mehr Geld für Bildung. Wir wollten bessere Kitas, bessere Schulen. All das wollten wir. Wir wollten auch mehr Geld für die Energiewende. Und da haben wir halt gedacht, sozusagen, wir rechnen das vernünftig vor. So, also das hat dazu geführt, dass wir jetzt erstmal nicht noch mehr Wähler bekommen haben. Ja, das war am Anfang. Im März, April hat dafür gesorgt, dass wir nicht noch mehr Wähler bekommen haben. So, und dann hatten wir aber eigentlich doch eine ganze Menge auch sozusagen eigentlich SPD-Wähler, die nur auch nicht so glücklich waren mit dem Spitzenkandidaten Steinbrück und die uns dann auch gesagt haben, ja, wir würden euch ja vielleicht wählen, ja, aber so. Und dann hat in Berlin und auch in anderen Bundesländern sehr stark eingeschlagen die Veggie-Bombe. So, weil, ne, da haben sich in Berlin noch einige daran erinnert, Tempo 30, ja, so, also die Verbotspartei, ja, sozusagen die Ökofaschisten, die erstehen da plötzlich auf. So, das hat natürlich mit der Partei nicht wirklich was zu tun, aber sozusagen mit dem Steuerthema, ja, sozusagen zumuten, ja, plus noch lauter Verbote, ja, so, und dann noch irgendwie diese Schmuddelpartei, wo die ganzen Pädophilen da irgendwie auch noch auftauchen. Hat sich dann offenbar doch für den einen oder anderen, für eine ganze Menge Wählerinnen und Wähler die Frage gestellt, warum soll man die eigentlich wählen? Und dann waren es halt 12,3% in Berlin. Bitter. Das klingt jetzt vielleicht ketzerisch, aber hätte man damit rechnen müssen, dass das irgendwann mal thematisiert wird? Also die Pädophilen-Debatte, die ist ja die ganzen Jahre davor nie aufgetaucht. Ja, die ist halt dieses Jahr aufgetaucht, weil Dani Cohn-Bendit von dem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg geehrt werden sollte. Und die Festrede sollte der Bundesverfassungspräsident halten, Herr Voskuhle. Und der hat sich dann sozusagen beschäftigt mit der Vita von Herrn Dani Cohn-Bendit und hat dann gesagt, er macht das nicht. So. Und damit war sozusagen das Thema da. Und dann haben sich eben mehr und mehr Leute dafür interessiert. Dann war es schon auch so, dass insbesondere die CSU gefunden hat, dass das doch ein wichtiges Wahlkampfthema ist. Und dann haben die Grünen dann beschlossen, tatsächlich, das ist auch richtig, das ist auch ein Ihr wolltet offen schlimmes mit Thema. Umgehen. Genau. Wir wollten offen mit umgehen und haben dann eben Gutachter beauftragt. Und haben nicht so genau hingeguckt, dass der eine Gutachter zum Beispiel auch Schatzmeister der SPD in Hannover ist. Und dann hat man jetzt offenbar bei der Vertragsausgestaltung jetzt auch nicht auf sozusagen jedes einzelne Wort geachtet. Also es ist natürlich, wir wollten das ja auch, wir wollten auch Zwischenberichte, aber wir wollten jetzt nicht sozusagen jede einzelne News, ne? Also es ist auch nicht üblich, ja? Das hat mit Wissenschaft nichts zu tun, sondern wissenschaftliche Arbeit darf mit Zwischenberichten arbeiten und da soll auch nichts geschönt werden. Aber sozusagen eine Woche vor der Wahl erst der Süddeutschen das Thema anzubieten, die dann sagt, sie macht das nicht und dann ist der Taz anzubieten, weil es die Süddeutsche nicht macht und die Taz macht es dann, weil sie vorher Ärger in der eigenen Redaktion gehabt hat.
So, also das hatten wir jetzt so auch nicht erwartet und das war dann schon auch unfair, aber ich verstehe, ne, sozusagen die Leute, die dann eben doch gesagt haben, auch wenn das 30 Jahre her ist, aber offenbar gibt es bei euch noch Leute heute in Verantwortung, die damals auch dabei waren und sozusagen zumindest für uns wahrnehmbar nicht so die Konsequenzen gezogen haben und ich bin verunsichert, dann kann ich mein Kreuz auch woanders machen. Ich denke, das reicht auch. Lass uns lieber darüber reden, was jetzt im Deutschen Bundestag folgt. Also okay, mit den Koalitionsverhandlungen habt ihr ja vorläufig erstmal recht wenig zu tun. Als erstes wurde SPD angefragt. Wie schätzt du ein, wie wird deine Arbeit aussehen zukünftig im Deutschen Bundestag? Oder was macht überhaupt deine Arbeit aus als oppositionelle Bundestagsabgeordnete? Ja, das ein Punkt, der uns jetzt zum Beispiel umtreibt, ist tatsächlich, dass ja Grüne und Linke zusammen keine 25% haben im Deutschen Bundestag und dass wir deswegen gar keine Minderheitenrechte mehr haben. Also wir können zum Beispiel keinen Untersuchungsausschuss mehr einberufen, weil man dafür 25% braucht. Wir können keine Sondersitzung mehr beantragen, weil man dafür 25% braucht. Also wir können eigentlich nicht mehr so richtig viel machen, außer Papier beschreiben und das einreichen und hoffen, dass das dann mal auf die Tagesordnung kommt. Die haben jetzt richtig verfassungsändernde Mehrheiten im Bundestag. Und deswegen ist das erstmal das erste Thema. Also, da habe ich jetzt schon gehört, dass sie das auch nicht so schick finden und dass sie überlegen, sozusagen, ob sie das sogar in der Koalitionsvereinbarung reinschreiben, dass sie uns sozusagen Leihstimmen geben, immer 5% geschenkt, damit wir dann auch unsere Oppositionsrechte wirklich wahrnehmen können. Schauen wir mal. So, ansonsten geht das jetzt tatsächlich ganz ruhig los, weil es keiner davon ausgeht, dass die nächste Bundesregierung jetzt innerhalb der nächsten 4 Wochen steht, sondern alle gehen eher davon aus, es wird vielleicht Dezember. Oder vielleicht sind sie sich im Januar einig. Ne, da muss ja erstmal, wenn jetzt die SPD ja noch einen Mitgliederentscheid oder so, eine Mitgliederbefragung, was dauert ja erstmal alles. So, also von daher kann man jetzt in aller Ruhe sozusagen die alten Papiere rausschmeißen und mal gucken sozusagen, wie man die neuen Ordner so macht und ein bisschen aufräumen und ein bisschen auftanken und dann schauen. So, allerdings gibt es bei Grüns ja jetzt viel Arbeit, weil natürlich werden wir jetzt erstmal das Wahlergebnis auswerten. Und uns dann darüber unterhalten, wie das denn ausschaut. Ich war aber positiv überrascht. Also natürlich gibt es ja jetzt auch die einen oder anderen, die jetzt da alles Mögliche schon mal versuchen, vorab in die Zeitung zu setzen. Und alle gehen davon aus, man ging erstmal davon aus, es wird einen heftigen Flügelstreit geben zwischen den Reales in unserer Partei und den Linken in unserer Partei. So, aber die erste Fraktionssitzung war erstaunlich positiv. Also wir dürfen jetzt alles machen. Wir machen so, die einen denken eben lieber über Schwarz-Grün nach, die anderen denken lieber über Rot-Rot-Grün nach. Ich fand jetzt die Idee von Katja Kipping, dass man doch in allen drei Parteien Rot, Rot und Grün jetzt auch mal eine Mitgliederbefragung machen könnte zu diesem Thema, jetzt auch nicht völlig von der Hand. Ne, fand ich schon ganz spannend. So, und da wird jetzt jeder sein Arbeitsfeld so sehen. Und ich habe schon die ersten Kaffeetermine mit meinen roten und roten Kollegen. Das finde ich übrigens auch erstaunlich. Ich musste nämlich dazulernen, indem ich mich mit dir auseinandergesetzt habe, aber auch mit anderen Bundestagsabgeordneten, so dass man sagt, dass ihr euch untereinander gar nicht leiden könnt, nur weil ihr unterschiedlicher Parteien oder Meinungen zugehört. Das ist ja gar nicht so. Ne? Ihr seid ja fraktionsübergreifend doch auch mal zu dem einen oder anderen Kaffee bereit und vor allem auch zu den Gesprächen. Genau. Also das gehört schon dazu, das finde ich auch richtig. Ne? Wir sind da also jetzt nicht nur klassisch, wir sind alle demokratische Parteien, sondern das macht ja auch keinen Spaß, ehrlich gesagt. Man soll ja schon trennen können zwischen der Sache und den Personen. Natürlich finde ich nicht alle Personen gleich toll. Ja, da gibt es auch welche, mit denen ich besser kann und welche, die ich auch eher sozusagen privat für Löcher halte. So, das gibt es schon, ja. Aber grundsätzlich ist das so im Bundestag stärker als in der BVV in Berlin, dass die Leute miteinander doch Umgangsformen pflegen, dass man eben möglichst nicht unter die Gürtellinie argumentiert, sondern sich sachlich auseinandersetzt. Kommt auf dich jetzt eigentlich mehr Arbeit zu, weil eure Fraktion kleiner geworden ist, aber vielleicht der Aufwand an Arbeit genauso groß geblieben ist? Wir sind 5 Abgeordnete weniger, das geht noch. So. Also ich hatte vorher, bei mir ist jetzt eher die Frage, ich hatte vorher 2 Ausschüsse, ich war im Finanzausschuss und im Europaausschuss Vollmitglied
Und da kann man sich ungefähr vorstellen, ne, grünes Steuerkonzept, ne, da muss ja ein bisschen Arbeit vorher gemacht worden sein. Und Euro-Krise war auch ein bisschen Arbeit. Also ich habe da schon die letzten 3 Jahre einiges gearbeitet. So, also von daher gehe ich mal nicht davon aus, dass es weniger wird, aber dass sich das jetzt vielleicht ein bisschen anders verteilt, je nachdem, was ich da demnächst mache. Aber wie gesagt, das weiß ich jetzt eben gar nicht, sondern bis sozusagen sich für mich das Feld lichtet, wird es wohl noch ein paar Wochen dauern. Darf man dich fragen, wo du am liebsten hintendieren würdest in einer Koalition? Welche Richtung? Na, ich bin bekannt dafür, dass ich eher zum rot-rot-grünen Flügel gehöre. Das war Lisa Paus. Lisa Paus ist Bundestagsabgeordnete der Grünen im Deutschen Bundestag. Ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut, dass sie sich getraut hat, herzukommen, um mit uns über dieses Ding zu reden. Ich wünsche dir in deiner Arbeit natürlich weiterhin viel Erfolg und sie muss leider auch gleich weg. Insofern wird der Platz hier gleich wieder leer, aber den füllen wir nach der nächsten Musik. Lisa, vielen Dank, dass du da warst. Ja, und jetzt betritt die Frau wieder die Bühne, die ihren Gitarrennamen gibt. Aber dazu frage ich sie dann nachher persönlich. Was kriegen wir denn als nächstes von dir zu hören? Von meinem neuen Repertoire, wird auf dem neuen Album sein und heißt Have Some Fun. Vielen Dank. Leute, habt ihr Lust auf ein bisschen Blues? Habt ihr Lust auf Blues? Ja! Aha. Auf meinem Bett. Wir haben gelacht, wir haben die Nacht zum Tag gemacht. Aha. Der Moment ist wunderbar. Gott, ich bin dem Himmel.
nicht sein. Wir haben gelacht und uns ein paar Joints angemacht. Der Moment ist wunderbar. Gott, ich bin dem Himmel. Nächste kleine Umbaupause.
Ja, dann komm mal zu mir. Du möchtest ein Wasser haben. Warte mal. Denken wir uns doch einfach, wir hätten Picknick. Dann wäre hier ein Wasser. Super. Was hast du denn noch alles da drin? Das wollt ihr nicht wissen. Kann ich helfen? Joa Heckmann, die auch eine Wasserflasche aufkriegt. Großartig. Mit Mikrofon in der Hand. auf der Bühne ist es ein bisschen trocken vom Hals und dann ist es ganz gut. Man muss dazu sagen, mein eigentliches Wasser, was ich euch besorgt habe, hast du ja schlichtweg verschmäht. Muss ich gestehen, ja. War mit Kirsche und ein bisschen sehr süß und dann ist es schwierig beim Singen. Also. Wenn jetzt irgendjemand denkt, ne, Chauvi, eine Kirche, aber gut. Nee, es war aus Versehen, es war tatsächlich aus Versehen, aber wir haben ja noch was gefunden. Du bist tatsächlich die einzige Gitarristin, die ich kenne, die ihren Instrumenten Namen gibt. Ich bin dafür, dass du uns jetzt mal deine Instrumente vorstellst. Okay, also es ist ja seit letztem Mal eine Gitarre dazugekommen. Aber wir fangen gleich mal von euch aus links gesehen an. Wir haben Jimmy. Und Jimmy freut sich natürlich, wenn er einen Applaus kriegt. Dann haben wir in der Mitte ganz neu und der Name ist neu. Bill. Und zwar von Bill Withers. Und an der rechten Seite haben wir Tracy. Tracy muss natürlich dabei sein. Vielen Dank. Ja, es macht Spaß mit diesen dreien. Also ich meine, das ist immer ziemlich viel aufzubauen und ich verfluche immer den Soundcheck, weil dann einfach, ich stehe dann da. Aber mit drei Gitarren kann man einfach genau das machen, was ich dann irgendwie soundmäßig umsetzen will. Mal ganz ehrlich, der Soundcheck hat fast heute so lange gedauert wie die eigentliche Aufzeichnung. Ist das für euch eher kurz oder lang? War jetzt schon eher länger. Also wir haben normalerweise kommen wir irgendwo an und dann heißt es, okay, jetzt eine Stunde und dann ist es fertig oder dann geht es gleich los. Ach, man muss euch zwingen. Okay, das werde ich mir fürs dritte Mal merken. Ja, mit zwingen geht's auch, ja. Aber du hast es uns so gemütlich gemacht hier mit dem Teppich und alles. Also das war jetzt ein bisschen verführerisch. Aber jetzt kommen wir mal tatsächlich zur Musik. Du bist schon das zweite Mal hier. Das erste Mal vor zwei Jahren, ne? Ja, ziemlich genau vor zwei Jahren. Ja. Was hat sich in den letzten zwei Jahren getan? Voilà. ich habe in dem ersten Jahr darauf habe ich ziemlich viel noch an Songs gearbeitet, habe neue Songs geschrieben. Und vor allen Dingen habe ich da angefangen, alleine zu arbeiten. Also ich hatte das erste Album mit einem Produzenten gemacht, habe dann aber dann weiter alleine gemacht und das war erstmal eine Umgewöhnung. So. Und das war aber, ich bin ganz gut reingekommen. Ich habe so ein bisschen eine andere Energie in die neuen Songs mit reingebracht. Das geht alles ein bisschen. Teilweise ein bisschen mehr nach vorne. Ihr werdet es auch noch hören, es wird noch ein bisschen lauter.
Und als ich dann fertig war mit dem Songschreiben, waren wir dann auch letztendlich schon, also wir haben die Aufnahmen gemacht. Wir haben schon Ende letzten Jahres angefangen, die Aufnahmen fürs neue Album zu machen. Und es war in einer Trio-Besetzung, also mit Chris am Schlagzeug und mit Steve am Bass. Und da haben wir schon nochmal angefangen, die Songs ein bisschen nochmal auszuarrangieren. Und es war total toll, mit denen zu arbeiten, weil die einfach super Ideen noch mit reingebracht haben. Und das war schön. Also, und ja. Ich wollte gerade sagen, also ihr funktioniert auch richtig so als Band. Die sind jetzt nicht nur deine schicke Begleitung, sondern ihr seid ein homogenes Gebilde. Also ich würde sagen, ja. Das ist immer schwierig. Also ich hoffe es. Ich hoffe es sehr, weil es macht einfach total viel Spaß mit denen. Und es ist, es gibt natürlich auch andere Besetzungen, in denen ich spiele. Die sind ja auch in anderen Bands unterwegs und dann geht es nicht immer so zeitlich zusammen. Aber das ist die erste Besetzung, mit der ich eben auch aufgenommen habe und ja, mit der es einfach auch eingespielt ist und mit denen ich eben auch die Aufnahmen gemacht habe. Markus ist danach dazu gekommen, an den Keyboards. Ja, beim ersten Album hat er schon mal mit aufgenommen. Und jetzt aber, seit Anfang des Jahres, ist er jetzt fest dabei, ein fest integriertes Mitglied in der Gemeinde. Ja, und das hat nochmal den ganzen Sound nochmal so ein bisschen voller gemacht. Und auch nochmal mehr in eine bestimmte Richtung gepusht. Und das ist gut, ja. Markus tröstet dich. Ronnie Wood hat über 25 Jahre gebraucht, festes Mitglied der Rolling Stones zu werden. Ja, was die wenigsten wissen. Ronnie Wood, 25 Jahre lang hatte er bei den Rolling Stones nur einen Arbeitsvertrag. Ich glaube, er war nicht mal am Umsatz beteiligt, hatte aber feste Urlaubstage und eine Krankenversicherungskarte. Das ist ja fast mehr, als wir haben. Ach kommt, ihr habt die KSK? Ja, ja, klar. Du hast ein neues Repertoire eingespielt, hast du gesagt. Ja. Und das soll demnächst auch irgendwie auf einem festen Datenträger. Ja, ja, also ich hatte ja eigentlich gedacht, dass es schon draußen ist jetzt. Das ist leider nicht so, aber wir arbeiten schwer dran. Also ich bin jetzt gerade auf Labelsuche. Das finde ich großartig. Ja? Machen wir nochmal richtig Werbung für. Ja, also ich bin jetzt gerade auf Labelsuche. Labels, kommt zu mir. Eine fantastische Musikerin. Sucht ein Label. Gern auch ein Major-Label. Ja, genau. Ja. Mit viel Geld. Mit tollen Touren. Ja. Und was du natürlich auch suchst, sind Radio-DJs, die gerne Airplay senden von dir. Genau. That would be very nice. Das ist ein fast fantastisches Dinglisch, ne? Wie Frau, wie hieß sie? Weiß ich nicht mehr, die immer Dinglisch spricht. Gail Taft. Jan Markowski übrigens, Chef von der Theatergruppe Unter Druck. Es freut mich, dass du da bist, mein Freund. Also, Radio-DJs, hier, da ist die Kamera, genau. Radio-DJs und Labelinhaber Joa Heckman. Unbedingt auch auf Platte. Jetzt wieder auf der Bühne. Was hören wir als nächstes? Jetzt bin ich so weit von meiner Setliste entfernt, aber ich glaube, es ist ja SOS. Sollen wir loslegen? Haben wir hier nicht gezeigt? Ja, unbedingt. Ja? Unbedingt. Gut, darf ich dir das? Das war jetzt nochmal Bill, ne? Ja. Genau. Ich habe mich ja vorhin geoutet als einer derjenigen, die nicht wissen, wer dieser Bill ist. Würdest du nochmal ein ganz kleine Intonation machen, das ist großartig. Joa Heckman erklärt uns, wer Bill ist oder was Bill ist. Also Bill ist natürlich Bill Withers. Habe ich in meiner Jugend unglaublich viel gehört und eine wahnsinnig tolle Stimme, hat tolle Songs geschrieben und manchmal habe ich es auch im Programm, aber heute nicht. Heute, beziehungsweise jetzt, spielen wir euch einen Song vom neuen Programm. Und der heißt SOS. Du bist wie ein sinkendes Schiff, das man trotzdem nicht verlässt. Wie ein gezinkter Kompass, der nur eine Richtung zulässt. Diskutieren
willst du meist in Philosophien? Bevor ich durchdrehe, sollte ich mich selber evakuieren. Das ist so zusammen. So viel Egozentrik macht mich ganz befangen. Vielleicht ist es einfach nur eine Form von Größenwahn. Vielleicht hat deine Mutter dich verzogen und schuld daran. Leute, geht's euch gut? Sehr gut. Der nächste Song ist halb von mir und halb geklaut und macht deswegen doppelt so viel Spaß. Please don't. Sieh, wie du nach der Nacht neu geboren bist. Ich träumte von dir und mir. Ich träumte davon, dass das wahr ist hier. Ich wollte nicht aufwachen und feststellen, allein zu liegen in meinem Bett. Ich wollte nicht aufwachen und denken, wenn ich mich bloß getraut hätte. Baby, es ist schön, dich räuspern zu hören, denn dann weiß ich, es war kein Hirngespinst. Wenn ich könnte, würde ich den Wecker beschwören. Ja, ich hätte gern, dass du verpennst. Denn es gibt nichts Schöneres als dich zu sehen, mein
lachst. Ich liebe, wenn du unanständige Sachen machst. Ich mag deine Art, ich mag deinen Humor. Wie kommt du bis zum Leben vor? Wenn ich mir etwas wünschen könnte, würde ich sagen, es sei uns gegönnt, die Decke über die Ohren zu ziehen und dem Alltag kurz zu entfliehen. Denn es gibt nichts Schöneres, als dich zu sehen. Meinetwegen könnte sich die Welt ohne uns drehen. Komm, wir halten uns in Schach, machen den Tag so nah. Es ist schwer, aber ich würde euch sehr gerne hören. Und ihr müsst jetzt richtig Lärm machen, damit ihr klingt wie mindestens dreimal so viel. Also lasst mich nicht im Stich, das wäre gemein. Das wollen wir nicht. So, come on, please help me. Habe ich mich ja vorhin schon als Kulturbanause geoutet, aber den kenne ich. War das nicht Peter Cetera, Chicago? Genau. Ich glaube 1974. Ich bin begeistert. Das ist deins, weil ich finde, du solltest jetzt unbedingt mal deine wunderbaren Musiker vorstellen. Sehr gerne. Also, wir haben es ja vorher schon so ein bisschen durch, aber jetzt nochmal für euch. Wir haben am Bass Mr. Steve Pfaff. An den Drums, Mr. Chris Farr.
Und an den Keys, the one and only, Mr. Markus Bichel. Kleine Frage an Steve, mal ganz ehrlich. Das Ding hattest du beim letzten Mal noch nicht. Ich dachte, Duesenberg baut nur Autos. Nee, auch Instrumente, aber ist eine andere Firma tatsächlich. Ist eine andere Firma. Aber sieht gut aus. Ja, das steht dir natürlich total. Kann man Instrumente eigentlich auch nach dem Aussehen kaufen? Was müsste ich denn dann holen? Eine Tuba oder was? Ich würde einfach danach gehen, wie du aussehen willst. Das würde ich mir dann holen. Und es färbt dann sicherlich, je länger man spielt. Fagott. Genau. Möchte gerne eine Blockflöte Fagott. Sein. Da gab's so, das ist eine Anekdote, die muss ich einfach bringen, weil sie schön ist. Vorhin hatten wir ja die Frau Paus von den Grünen. Gregor Gysi wurde mal gefragt, wenn Sie sich einem Blinden beschreiben müssten, wie würde das aussehen? Daraufhin sagte er, großsportlich mit vollem Haar. Was kriegen wir jetzt als nächstes von dir auf die Ohren? Ein Song, einen neuen Song. Ja, also wir heben ab, heißt er. Und wer darf mitspielen? Jimmy. Jimmy. Ja, also es wird ein bisschen lauter. Aber ihr werdet das schon entschuldigen. Wir kriegen es hin. Ja, ihr dürft ruhig. Klatscht ruhig. Ja, ich finde, sie hat es verdient.
Ich will jetzt einfach nur mal charmant sein, vielleicht großartig, ne? So zum, und hilfreich. Zum Ende der Sendung, ja. So schnell kann es gehen und dann ist es auch schon wieder vorbei. Oh. Die kommt auch, ganz sicher. Das war die Ausgabe Café Bankrott, Nummer weiß ich nicht, mit Adjoa Heckmann zum zweiten Mal, das weiß ich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, man hat gemerkt, dass wir uns mögen und dass das hier wirklich viel auch mit Spaß zu tun hat. Stimmt, Steve? Ja, das verkniffene Gesicht hat nur was mit dem Spiel zu tun, ansonsten super. Ich bedanke mich auch nochmal in diesem Zusammenhang bei Lisa Paus, dass sie heute trotzdem noch die Zeit gefunden hat, so knapp nach der ziemlich beschissenen Wahl hier aufzutauchen. Vielen, vielen Dank, Lisa. Ein besonderes Dankeschön geht aber auch an die Firma Blackbox Music, die uns für den heutigen Abend die ganze Audiotechnik zur Verfügung gestellt hat, auch gagenfrei, ohne zu bezahlen. Vielen, vielen Dank, lieber Baby Goes. Und einen herzlichen Dank auch natürlich an unseren Haus- und Hofsender Alex, vertreten in diesem Fall mal durch unseren langjährigen Postproduktions- und Schnittmeister Tom an der Kamera 1. Vielen Dank. Und euch da draußen wünsche ich jetzt noch viel Spaß mit dem letzten Song von Adjoa Heckmann. Euch hier drin natürlich auch. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das ein oder andere Gesicht, ja, wir kennen uns ja nun schon eine Weile, kommt wieder. Irgendwann trinken wir auch mal Brüderschaft. Und du komm auch wieder. Spätestens dann, wenn der Plattenvertrag da ist. Die sucht noch einen Plattenvertrag. Ich komme wieder, gerne. Also dann, jetzt, mit was? Da ist die Liste. Das kann ich nicht ansagen, wie der Song heißt. Das wäre jetzt... Das, aber Tracy. Das würde die Stimmung kaputt machen. Hör zu. We're lost in repetition. Oh, over again. No wrong, 'cause there's no right. We have been here, we have been here, we have been here before.
Vielen Dank.